Und da sind wir ganz zurück. Ich bin's, der Marvin. Und ich. Wie bitte? Okay. Oh nein, Leute! Wir haben ein Vertragsangebot von Grasshopper Zürich. Da ich mich aber nie wirklich richtig wohl gefühlt habe in Grasshopper Zürich, lehne ich es ab. Braunschweig, wir kommen jetzt endlich mal zu den namenswerten Namen. Dortmund, Berlin, Bremen, Wolfsburg. Ich spiele gegen Dortmund, Leute. Oder ich wechsle nach Darmstadt. Nein, natürlich nicht. Der Trainer hat mich gegen Dortmund aufgestellt. Oh mein Gott. Wir sind auf der nächsten Karriereleiter, Leute. Wir haben schon den Schritt gemacht. Wir haben einen großen Schritt gemacht. Und zwar spielen wir heute gegen Dortmund. Wenn wir heute dieses Spiel perfekt spielen. Wenn wir heute wieder Spieler des Tages werden und vielleicht ein Tor schießen, dann kriegen wir nicht mehr so billige vielleicht Angebote aus Darmstadt oder so. Vielleicht gibt es ein Angebot aus Dortmund. Wir spielen nicht zwar bei Leverkusen schon in der Champions League ganz oben mit und wir können richtig hoch in die Liga kommen. Aber bei Dortmund kannst du noch höher steigen. Gegen Kuba. Kuba setzt sich erstmal gegen mich durch. Danke, Toprak müsste das gewesen sein, glaube ich, der mir geholfen hat. Ich guck kurz nach, wenn die Nummer 5 ist. Ne, Spike, genau. Spike. Was war das? Spike. Wie auch immer. Kuba. Und hier müssen wir etwas defensiver spielen. Oh nein, 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 nein. Gott sei Dank. Jetzt muss man hier zwei Kämpfe gewinnen. So, zurück auch noch den kleinen Cut. Kack, aber. Gelbe Karte. Das Duell mit Kuba, das kann spannend sein. Pisscheck. Bis jetzt überhaupt kein gutes Spiel von uns. Wir wollen uns eigentlich der Bühne präsentieren. Edin Dzeko. Gut. Hätte Kiesling diesen Sprint überstanden, könnte es jetzt eventuell 1-0 stehen für uns. Oder hat er den Sprint nicht überstanden? Also ist auch Möglichkeit, kann schon Sieger Gaba.
Reich. Oh, der Ball ist irgendwie doch noch angekommen. Fünf lange Pässe schon. Dortmund gegen Freiburg als nächstes. Wir haben Berlin als nächstes. Gegen Kagawa können wir uns schon mal durchsetzen. Kuba aber ist noch ein Stückchen zu krass für uns. Und wird das jetzt schon. Ärger noch von hier los. Ich muss nochmal vielleicht bei Fraps ein bisschen updaten. Haben auch lange nicht mehr aufgenommen. Könnte vielleicht eingerostet sein. Oh, Weinenfehler. Guck mal, so kann man die Abwehr bis jetzt hier aussetzen. Nur Bälle. Weiter. Auf Kiesling bis jetzt Flanken auf Robin Kruse. Warte, spiel über Robin Kruse. Nein, er spielt nicht mal. Heißt, es kann gar nicht möglich sein, eine Flanke auf Robin Kruse zu machen. Also man muss ihn mit Kiesling zusammen probieren. Ich will es nicht bei natürlich bei der Rabi könnte auch noch gefährlich werden. Marco Reus, Alter. Komm schon, ich will Marco Reus den Ball abnehmen. Ja, mal anders schlau. Das ist doch gerade. Gündogan. Marco Reus. Fünf Grätschen. Sven Bender ist ausgetrickst. Kiesling. Ah, die Dortmunder passen doch jetzt doch mehr auf. Halbzeitstand 0-0. Bis jetzt, also wir haben so, ja, dieser Desolat. Wir haben es jetzt nicht gerade perfekt gespielt, aber wir haben es auf jeden Fall. Na, den ersten paar Minuten uns jetzt verbessert. Ja, ich muss mich mal kurz entschuldigen für. Na, sobald es geladen hat. Ich muss mir eben so auf der WhatsApp kurz was antworten. In ein paar Seconds. So, jetzt. Da ich muss ich eben die Antwort schnell schreiben. Bevor irgendjemand anders für mich tut. Never going out of sight, oh. Ooh, pretty baby, this one might have gone crazy. The way you save me, who can blame me when I just wanna make you smile? I wanna throw you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on. So. Reiter. 15 ausgedribbelte Gegner. Die
Jetzt sind wir also wirklich. Nein. Unsere erste Verletzung. Wir müssen bei Verletzungen simulieren, weil da bist du ja fest ins Krankenhaus oder so. Krass. Acht Wochen. Zwangspause. Dann werde ich die nächste Folge jetzt auch direkt aufnehmen. Ja gut, dann. Hallo aus, peace out. We'll be right back.